Ja, wir sind hier bei der Shop-Eröffnung des ersten Jeep-Stores in München. Ich stehe hier mit Marlies Rasel. Was kann man zu Jeep sagen? Warum jetzt Mode? Jeep muss in die Mode, weil es steht für Outdoor, für Wohlfühlen, für Entspannung, hat ja ganz viele Attribute, die vom Auto herkommen, und die haben wir jetzt in die Mode übertragen. Es gibt die erste Fashion Line, die wir jetzt hier präsentieren, im ersten Store in Europa in München. Warum München als Standort? Weil München einfach eins der 5 Top-Standorte in Europa ist und deswegen München. Heute sind einige Prominente da. Die stehen speziell für Jeep. Ja, die mögen auch Jeep, weil es einfach cool ist, einen Jeep zu fahren und hoffentlich auch zu tragen. Wir launchen jetzt die Produkte. Ab morgen ist unser Webshop auch online. Und es ist einfach eine tolle Marke. Seit 1941 gegründet. Wo trägt man Jeep? Jeep trägt man, wenn man Sport macht, wenn man zum Fischen geht, wenn man in die Berge geht, wenn man Outdoor sich überhaupt bewegt. Die Produkte haben alle sehr viel Funktionalität, tolle Qualität, und man kann damit auch in die Berge gehen und richtig Outdoor-Sport machen. Und es ist cool. Ja, wir schauen jetzt mal nach. Hier sind ein paar sehr coole Schauspieler heute unterwegs, die ja schon Dutzende Filme gedreht haben, die alle Jeep jetzt tragen wollen. Wir schauen mal, ob wir ein paar finden. Genau, super, wir freuen uns. Jetzt haben wir einen sehr bekannten deutschen Schauspieler hier auf der Jeep-Store-Eröffnung, den Götz Otto. Also der hat schon unzählige Filme, Dutzende Filme gedreht. Finden Sie an Jeep gut? An diesen Klamotten? Also für mich steht Jeep in erster Linie natürlich für Outdoor, für praktisch, für schlicht. Und so sind die Klamotten auch. Also ich finde, es sind sehr einfache, aber durchaus funktionable Klamotten, wo man sich aber trotzdem mit angezogen fühlt. Also man kann damit auch woanders hingehen als jetzt unbedingt in Matsch. Kann man damit auch jetzt zum Dreh gehen? Natürlich. Also wie kann man sich das vorstellen, in den Drehpark? Man kommt an, man ist erstmal in die ganze Zeit in Privatkleidung und dann muss man Uniform anlegen. Also als Uniform taugt es nicht. Nee, Uniform nicht, aber Sie haben ja viel Uniform getragen in Filmen. Ja, doch, durchaus manchmal, von Zeit zu Zeit. Aber man kann eben so kommen, und während man dann wartet auf seinen Einsatz, kann man Jeep anziehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man muss sich wohlfühlen in den Klamotten, in denen man ans Set kommt. Weil ich finde es generell wichtig, dass man sich in den Klamotten, die man trägt, wohlfühlt, sonst braucht man sie auch nicht anziehen. Und das sind durchaus Wohlfühlklamotten. Gestatten Sie mir noch eine Frage, um mal, Reporter informieren sich ja in Wikipedia, ja, kennen Sie ja, da kommen mit komischen Fragen an. Da steht zum Beispiel drin, in Skyfall haben Sie ja einen Bösewicht gespielt, oder einen wichtigen Bösewicht. War nicht Skyfall, ist ein anderer Bond. Entschuldigung, da hat sich der Reporter wieder falsch informiert. Das war Tomorrow Never Dies. Ja, ist das richtig? Ja. Also zwei Versuche hat man als Reporter, Tomorrow Never Dies. Okay, da schreibt Wikipedia, Sie hätten 20 Sekunden zum Vorsprechen gehabt. Ist es richtig, oder wir wollen jetzt einfach nur mal wissen, stehen da falsche Sachen im Netz, oder ist sowas grundsätzlich, kann man das glauben als Privatmann, der mal sich über Schauspieler informiert? Da steht, Sie hätten 20 Sekunden Zeit gehabt. Und also die Geschichte war folgendes, war nicht das ganze Casting, aber es war ich bin nach London geflogen worden, habe zuerst den Regisseur getroffen, habe lange mit dem Regisseur geredet, davor hatte ich eigentlich nur Theater gespielt, und dementsprechend konnte ich dem nicht wahnsinnig viel erzählen, weil er mir gefragt hat, ja, was hast du bis jetzt gedreht? Ich so, naja, kleine Rolle bei Schindlers Liste oder aber hauptsächlich Theater. Ja, was noch? Ja, hauptsächlich Theater, das war irgendwie ein bisschen mau. Und dann bin ich zu der Produzentin geführt worden, Barbara Broccoli. Die kennt man ja aus dem Abspann. Genau, also ihr Vater hat Bond gegründet, ja, mehr oder weniger, Albert Broccoli, und mittlerweile macht es Barbara. Und die war am Telefon und hat mit irgendjemandem gesprochen, und die Castingfrau sagte, das ist Götz Otto aus Deutschland. Und dann hat sie ins Telefon gesagt, hold on a second, I have a very good looking German guy here. Und ich so, oh, das ist aber sehr
Also da fühlte ich mich ein wenig gebauchpinselt. Und dann guckte sie mich an und sagte, you have 20 seconds to introduce yourself, weil sie am Telefon war. Ich hätte also 20 Sekunden, um mich kurz vorzustellen. Und dachte, was soll ich jetzt da machen? Jetzt den Dieter Thomas Heck geben? Oder? Und dann ist mir eben eingefallen, I'm big, I'm bad, I'm bold. Ich hatte ganz kurze Haare oder fast eine Glatze zu dem Zeitpunkt, weil ich auch einen Soldatenfilm gedreht hatte vorher oder zum Zeitpunkt. I'm big, I'm bad, I'm bold, I'm German, 5 seconds, keep the rest. Und die 20 Sekunden brauchte ich nicht. Also das lernen wir draus, also manches im Netz ist richtig, vieles ist falsch, manches ist richtig. Aber es ging danach noch weiter, ich musste dann nochmal kommen und nochmal wirklich vorspielen. Es ist gekürzt. Also sich richtig informieren. Und nochmal eine ganz kurze Frage, was steht als nächstes an? Als nächstes kommt eine französische Produktion, die haben gerade 5 Césars gewonnen, bester Film, bester Schauspieler, also der erfolgreichste Film des letzten Jahres in Frankreich. Der läuft ab 4. Juni bei uns in Deutschland an. Guillaume Gallienne, les garçons à table heißt der. Bei uns wird er heißen Maman und ich. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und viel Spaß heute noch auf der Eröffnung. Danke. Jetzt haben wir den Florian Simberg da. Viele kennen ihn natürlich von Erkan und Stefan. Jetzt ist er hier im Jeep Store, hat sich neu eingekleidet. Was finden Sie an Jeep gut? Also mir gefällt so dieses lockere, sportliche Image von der Marke ganz gut. Also dieses Outdoor-Feeling. Aber trotzdem sind die Sachen qualitativ wahnsinnig gut. Also es ist nicht nur so, dass sich die Jeep-Marke irgendwelche Stücke eingekauft hat und einfach nur ihr Label drauf gemacht, sondern die sind wirklich tolle, gut durchdachte, eine eigenständige Kollektion. Das gefällt mir. Also Sie würden das jetzt auch woanders noch tragen als beim Fischen? Total. Also ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt gerade diese Jacke während der ganzen Übergangszeit tragen werde. Es ist perfekt. Also die ist gewachsen, also die ist auch für, wenn es ein bisschen nieselt oder so, ist sie gut geeignet. Und gleichzeitig, ja, ist für jeden Tag. Jetzt noch mal eine kurze Frage zu Ihren aktuellen Projekten. Also wir kennen Sie ja wirklich als sehr bekannten deutschen Comedian von den Stefan und Erkan Kinofilmen. Was steht als nächstes an? Auf was können wir uns freuen? Ich drehe im Augenblick fürs bayerische Fernsehen eine Serie, die heißt Die Komiker. Die drehe ich jetzt im dritten Jahr schon. Da fangen wir jetzt wieder an, die neuen Sketche zu drehen. Und wir pilotieren gerade ein neues Projekt, wo eventuell auch ein Jeep eine Rolle spielt. Ein Jeep, ja. Zufall, ja. Wir freuen uns drauf, wir wünschen Ihnen noch heute viel Spaß. Dankeschön. So, jetzt haben wir schon den nächsten Schauspieler hier, also es geht hier Schlag auf Schlag, den Thomas Dachinger. Der hat auch hier schon eine Jeep-Mütze sich aufgesetzt. Wie finden Sie denn Jeep? Naja, Jeep steht ja für Freiheit und Abenteuer und das, finde ich, spiegelt sich auch sehr in den Klamotten wieder. Sie spielen ja in sehr vielen Krimis mit. So ein Outfit, könnte man das auch, wäre das auch für die Rolle so, in Ihren Rollen, könnte man sich das auch vorstellen? So, naja, also, gab es Rollen, wo Sie so lässig gekleidet, oder war das immer nicht so Ihr Stil? Na, das hängt ja sehr immer von der Vorgabe aus dem Drehbuch ab, aber im Großen und Ganzen ist ja vor allen Dingen immer der Mörder gerne der zuerst unverdächtig wirkt. Jetzt müssen Sie urteilen, ob ich jetzt erstmal unverdächtiger aussehe in der Form. Haben Sie eigentlich mehr böse Rollen oder mehr gute Rollen gespielt? Also im Krimi sind ja die Bösen die Guten. Ja, die Beliebten, ja. Sagen wir es mal so. Die Guten nennen wir anders, aber beliebte Menschen sind es schon, weil die bringen da mal richtig was, richtig Spannung rein. Aber schon mehr Verdächtige. Ich mache ja nicht nur Krimis, aber wenn ich Krimis mache, dann bin ich in, glaube ich, nur ganz, ganz selten mal, 2-3 Mal war ich Kommissar in einem Format. Aber meistens spiele ich dann den Mörder, was ja auch schön ist, weil es schauspielerisch die größte Herausforderung eigentlich oder die schönste Herausforderung meistens beim Krimi ist, abgesehen von ein paar Kommissarformaten, wo ich jetzt auch sagen würde, die haben jetzt gerade, weil wir ja in Deutschland auch jetzt doch immer mehr so die Back-Story bei Kommissaren erzählen, sind die Kommissarrollen inzwischen auch schöner geworden zum Spielen, aber im Großen und Ganzen ist der Mörder schon immer eine sehr angenehme Rolle. Welches war denn Ihre abenteueraffinste Rolle, die Sie gehabt haben? Also so, wo Sie jetzt mit dem Jeep, also können Sie sich einen Jeep vorstellen, dass Sie im Jeep jetzt in Ihrer Rolle vorgefahren kommen? Im Jeep-Outfit, also gab es das schon oder kommt das noch? Ich habe
vorletztes Jahr in Thailand gedreht und da haben wir natürlich sehr viel im Dschungel gedreht und da musste man sich auch immer so durchschlagen und da hätte ich mir gerne ab und zu mal einen Jeep gewünscht. Wir mussten uns immer zu Fuß durch den Dschungel schlagen und das war dann mitunter auch sehr unangenehm, weil man da ja auch, auch mal Tiere mitbekommt, die dann plötzlich vor einem sind, die einem nicht so ganz geheuer sind. Das heißt, so ein bisschen Imprägnierung und Schlangenschutz kann man schon gebrauchen. Ja, gute Stiefel zum Beispiel und eine Mütze auf dem Kopf ist gar nicht so schlecht. Sehr schön. Auf welche nächste Rolle von Ihnen können wir uns denn freuen im Fernsehen? Wo kann man Sie als nächstes sehen? Ich bin da immer ganz schlecht informiert, wann ich laufe mit neuen Sachen. Ich habe jetzt gerade einen Tatort gedreht in Hamburg und mache jetzt gerade eine bayerische Serie. Die wird quasi neben meinem Haus gedreht. Die heißt Hubert und Staller. Das ist eher so eine Krimi-Komödie. Das dauert ja immer so ein bisschen, bis es dann ausgestrahlt wird. Also ich glaube, der Hubert und Staller kommt in einem halben Jahr. Aber jetzt ist gerade Rosenheim Kops mit mir wieder gelaufen, wo ich regelmäßig drin bin. Und die letzte Instanz kommt, ehrlich gesagt, ich bin tatsächlich, wie man merkt, gar nicht so fit, was meine eigenen Ausstrahlungen betrifft. Wir merken, die Abenteurer sind hier viel unterwegs, also durchaus mit dem Jeep wäre man schnell übers Feld hinweg beim nächsten Drehort. Ja, vielen Dank, viel Spaß. Sehr gerne. Die Mode haben wir gesehen, jetzt stehe ich hier mit Hans Zischka und der ist für das Auto zuständig, bei dem kann man den Jeep kaufen. Was macht Jeep aus? Ja, Jeep macht aus die Freiheit, das Lebensgefühl, ähnlich wie es auch die Outdoor-Kleidung rüberbringt, die ja eigentlich auf dem Auto fußt. Das Auto macht einfach Spaß, ist Emotion. Ich sag mal, wer in Amerika mal gewesen ist und vielleicht auch so einen Jeep als Leihwagen hatte, der weiß, was es ausmacht. Man muss es erleben. Wir müssen ja mal fragen, ob so ein Auto schwer zu fahren ist. Four-Wheel-Drive rein und dann los geht's ins Gelände. Für jeden machbar. Also mit dem Jeep Wrangler jetzt, der hinter uns steht, mit dem Ur-Jeep, wenn man so will, da ist alles machbar und es ist auch alles für jeden machbar, das muss man sagen. Wobei manches vielleicht nicht für jeden gewohnt ist. Also wer zum Beispiel mal sich vielleicht den Rubicon Trail im Internet anschaut, der weiß, was so ein Auto kann, aber man muss dazu sagen, dass es wahrscheinlich nicht jeder Fahrer kann. Kann man denn da Trainings nehmen? Also gibt es da so Jeep-Schulungen für den Jeep-Fahrer, der sich jetzt hier eingekleidet hat, dass der damit umgehen kann? Kann man das auch buchen? Also es gibt Fahrertrainings, Offroad-Fahrertrainings, das ist richtig schon. Die gibt es aber schon seit Jahren eigentlich, wird angeboten vom ADAC, auch ÖAMTC. Wir sind jetzt dabei, sowas auch auf die Füße zu stellen, speziell für unsere Kunden, für Interessenten, damit man mal wirklich die Grenzen auch eines Jeeps erkennen kann und erleben kann. Und das kann man nur in der Kiesgrube oder im Offroad-Gelände. Und da sind wir aber noch dabei, die richtige Location zu suchen. Ja, dann bedanken wir uns und Interessenten können sich bei Ihnen ja melden, um mal Probe zu fahren. Das ist möglich jederzeit oder ist sowas schwierig zu organisieren? Nein, wir versuchen eigentlich von allen Fiat-Modellen Fahrzeuge für Probefahrten zur Verfügung zu stellen und zu halten. Geht jederzeit, nur wie gesagt, das Thema Offroad, die Probefahrten dann, die wahrscheinlich mit Instruktor durchgeführt werden müssen, das dauert noch ein bisschen, bis wir das Richtige zusammengestellt haben. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich und schönen Abend noch. Dankeschön, ich bedanke mich bei Ihnen.